Nena ist. Eigentlich auch eine sehr schüchterne Person. Nina Carolas finde ich sehr zurückhaltend. Sehr herzlich. Unglaublich liebevoll und weich und. In sich ruhend, mit sich selbst unglaublich zufrieden, ausgeglichen. Das ist eine ganz, ganz liebe, ruhige. Ist ein unglaublich authentischer Mensch mit sich. Und strahlt eine große Herzenswärme aus. Nena wirkt auf mich sehr anziehend, und zwar in Form von Freundschaft. Ein unglaublich integrativer Mensch. Ich kann halt eben Nena Carola unheimlich gut um mich haben. Man kann mit ihr über sehr viele Sachen sprechen. Und Nena ist natürlich eine echte Bereicherung, dadurch, dass sie so in sich ruht und durch ihre Musikalität und Dadurch ja, dass sie dann auch einen Song singt. tolle Stimme. Schöne Musik macht sie. Auch ein bisschen zu sehr Genussmensch. Aber ich finde schon, dass sie auch eine Art Schüchternheit hat. Tut sich manchmal schwer, so aus sich rauszukommen. Vielleicht, ja, wahrscheinlich ist es ja auch gar nicht. Lass die anderen mal erstmal machen. Also, was ich bei Nena bewundert habe, ist so der Mut zu sagen, ich präsentiere mich jetzt so als Frau. Nena lebt als Frau sehr überzeugend. Ich finde das spannend, wie sie darüber spricht und wie sie damit umgeht irgendwie so. Also einerseits ja teilweise noch auch als Mann zu bedienen im Judokus, andererseits dann eben als Frau aufzutreten. Ja, sie spielt es nicht, sondern sie ist es tatsächlich. Sie ist präsent. Also sie trägt lieber Kleider und lebt lieber als Frau, aber sie hat nicht so eine Trennung im Kopf. Sie steht so in der Gruppe genau zwischen den Polen der Transsexuellen und derjenigen, die praktisch sich teilen noch, wie Steffi oder vor allen Dingen wie ich das noch bin. Gut, ich kenne sie ja nicht, wenn sie jetzt Mann ist. Na, das fände ich auch mal interessant. Das interessiert mich auch nicht. Nena ist Nena. Ich finde, sie ist auf jeden Fall so ein sehr zentraler Punkt in der Gruppe. Ohne Nena gäbe es diesen Abend gar nicht oder diese Idee nicht mal. Ja, Carola hat uns ja alle nach einem Lieblingssong gefragt. Und bei mir ist es halt das uralte Lied My Way. Und seit vielen Jahren allerdings in einer deutschen Version. Mein Freund, einmal da fällt doch auch für dich der letzte Vorhang. Du gehst von. Sind doch auch noch befreiend. Ja. Ja, ich singe gerade hier ein Lied, aber das war jetzt so störend, störender geht es nicht. Ich singe hier aber gerade. Wir kommen danach, ne? Da capo. Mein Freund, einmal da fällt doch auch für dich der letzte Vorhang. Du gehst von dieser Welt und dann kommst du an jenem Tor an. Du weißt, dein Lebensweg war manchmal krumm und manchmal eben, dass du dann gerade stehen kannst. So lebt dein Leben, dass du dann sagen kannst, ich hab getan, was manchmal sein muss. Ich hab geliebt, getanzt. Es ist nicht viel, was ich bereuen muss. Ich nahm, was mein war doch. Ich hielt die Hand auf, auch zum Geben, dass du das sagen kannst. So lebt dein Leben. Ich weiß, es gab so manches Mal nach einem Hoch, manch tiefes Tal. Ich hab so oft umsonst gehofft, ich hab's gefühlt und doch verspielt, hab viel gefragt und doch versagt, so war mein Leben. Ich hab
auf Sand gebaut und nicht durchschaut, was zu durchschauen war. Ich hab dafür bezahlt und noch geprahlt, wenn ich schon down war. Und heut schau ich zurück, ob man's verzeihen kann und vergeben, dass du das sagen kannst. So lebt dein Leben, denn was wär ein Mensch, der keiner ist, der nicht als Mensch er selber ist, der niemals weint, der niemals lacht, der niemals fühlt, nie Fehler macht, der nie gesteht, es ist zu spät, so war mein Leben. Dass du das sagen kannst, so lebt dein Leben.